So, hallo, willkommen auf dem Gomba-Server. Wir spielen eine Runde Ender Games. Ich nehme das Bomber-Kit und ich nehme eine Nick. Das ist schon der dritte Versuch übrigens, jetzt eine Runde aufzunehmen, weil ich jetzt wirklich eine Runde aufnehme, in der ich vorankomme. Ich bin selber schuld, wenn ich jedes Mal verkacke und das finde ich ziemlich dämlich, wenn ich dann so eine Runde hochlade, wo ich verkacke. Ich bin kein Naturtalent scheinbar wie ungespielt, der irgendwie eine Runde. Na gut, er hat auch Runden, wo er mich auch hochlädt, wo er stirbt. Aber irgendwie habe ich da so ein Naturtalent, dass ich irgendwie 17 Runden hintereinander in der Reihenfolge verkacke. Ich lade das Video, nehme das Video, die Folge Ender Games auf, alleine in der Früh, weil noch keiner da ist, nehme ich alleine auf. Und zweitens, weil bis 18 Uhr kein Video kommt. Hero kommt um 18 Uhr und um 20 Uhr kommt Duke Nukem. Hero kommt erst um 18 Uhr, weil ich mit Debitor aufgenommen habe. Und ich schalte mein Video gleichzeitig frei, dass die Zuschauer auch beides gleichzeitig angucken könnten oder zumindest beides gleichzeitig zur Verfügung haben. Das ist immer ein bisschen doof, wenn man so zusammen aufnimmt und die Folgen unterschiedlich freischaltet. Finde ich zumindestens. So, ich habe Bomber-Kit, also das einfachste Kit. Hab gerade auch in der letzten Runde irgendwie drei Leute mit einem Schlag direkt aus vernichtet. Alter, lasst mir doch ein. Ah, oh, ich bin so schlecht in diesem Kisten ausräumen. Wie so ein zittriger alter Opa. Nichts anklicken. Ja, komm mit dem Baum ab. Ich baue das obere ab, du das untere. Da ist sich immer resettet. Oh, hat beides bekommen. Schade. Jetzt werde ich wahrscheinlich deswegen schon wieder sterben. Weil ich nicht hochkomme, weil ich nicht zu einem Baum komme. Gehen wir dahin und so. Ich hatte irgendwie die letzten Runden immer, dass wenn ich auch gegen einen Baum geschlagen habe, dass er sich immer resettet hat. Ich weiß nicht warum. Diesmal geht's. So. Dann schauen wir doch mal, ob wir irgendwas finden, wenn wir bis 30 Sekunden keine Kiste gesehen haben. Ah, dann bauen wir uns ein Holzschwert und suchen uns ein Tier. Ah, das ist eine Kiste. Okay, wir schauen noch, dass wir die Kiste kriegen. Wäre zumindest ziemlich cool. Ja, da ist drei Eisen drin, perfekt. Und 5 TNT und ein Spinnennetz und bla. Brauchen wir alles ja nicht. So, Werkbank, Stöcke, Stock, Eisen, Eisen. Dankeschön. Schutzzeit ist zu Ende. Nächster Feind hinter mir, 24 Blöcke. Da unten war der. Okay. Gibt es hier irgendwo Tiere? Tiere sind ja so gesehen mein Schutz. Irgendwie sehe ich aber kein einziges Tier. Bleiben wir erstmal auf den Bäumen. Ah, da verfolgt mich einer. Noch ist er weit weg von mir. Das ist gut. So, dann gehen wir mal runter und rennen mal weg. 35, 43, okay. Ich muss die Uhr mehr im Blick behalten. Ich habe in der letzten Runde einfach gestorben, weil ich die Uhr nicht genug im Blick hatte. Hier sind Schweine, das ist schon mal gut. Da ist ein Speedblock für mich. Die Schweine werden wir aber töten, weil der nächste Typ 95 Blöcke noch entfernt ist und ich ein bisschen Essen brauche. So, 7 Fleisch. Das sind aber die zwei Sachen, die man bei den Spielen hier beachten, bei den Ender Games beachten muss: nicht verhungern und Tiere in der Nähe haben als Bomber. Ich sehe schon, dass er kommt. Zumindest dachte ich gerade, irgendwas hüpfen gesehen zu haben. Kann noch meine Einbildung gewesen sein? Ne, da steht doch einer. Ganz gemütlich. So, nehmen wir den. Dann rennen wir Richtung Schwein. Falls er nicht mit Pfeilen nach mir schießt. Ist er mir ernsthaft jetzt nicht gefolgt? Hey! Da will mir jemanden zum Schwein locken und dann folgt er ihm nicht. Pam. Wunderbar. Ich war ja gerade konzentriert, weil ich diesmal nicht sterben wollte. Ups. Das erschreckt einen zu Tode. Was ist das? Ich habe mir gerade wehgetan, weil ich mich so erschrocken habe. Oh, Diamantschwert. So, nächster Typ 52 Blöcke. Okay, wunderbar. Dann können wir die ganze Rüstung anziehen zumindest. Uns den Bogen runterziehen. Und so, jetzt sind wir schon mal ein bisschen vorbereitet. 16 Blöcke. Der muss aufpassen, ne? Sonst kommt der Bomber. So, habe ich den auch erwischt. Wunderbar. Okay. Gut. Soll auch von mir aus auch jetzt, wenn ich jetzt verrecke, soll es mir recht sein. Habe ich mir 4-Minuten-Video. Die anderen Runden bin ich immer schon nach 3 Minuten verreckt. Das fand ich nicht geil. So.
So, habe ich mir noch irgendwas, was ich erzählen wollte? Bestimmt, aber ich bin gerade so angespannt, dass ich nicht reden kann. Zombie cannot talk. Beep, boop. So. Dann schauen wir einfach, dass wir noch überleben und noch ein paar mitreißen. Mit Debitor nehme ich ja jetzt die nächsten Folgen Hero auf jeden Fall alle gemeinsam auf. Wir nehmen diese Runde Endergame. Da hat jemand gerade eine Kuh getötet. Pilzbier. Okay, interessanter Name. Ich bin übrigens immer noch dafür, dass die Bomberklasse entschärft wird. Ein bisschen. Weil diese Explosion zu viel Schaden macht. Ah, guck mal, der steht neben Tieren. Schieb mir mal das Pferd, das Schwein zu ihm hin. Zum Broken Glas LP. Oder so. Man sollte seine Falle auch bauen, wenn kein Feind in der Nähe ist. Sonst hat man vielleicht Probleme. So, der nächste ist 94 Blöcke. Was rennen die? Wo sind die denn immer überall? Töte ich jetzt ein paar Schweine hier. Ganz ehrlich. Ich will nicht sonst genug essen. So, kuckuck. Hebst du das Fleisch auch auf? Danke. Und. Danke. 54 Blöcke. Ich hätte höchstens Pferde, aber Pferde haben so viel Leben. Ja, wunderbar. Da wollte gerade scheinbar jemand graben. Oh Gott, ich bin irgendwo am Map-Ende. Ja, zwei. Wer rennt denn 200 Blöcke bitte in die Pampa? Wahnsinn. So kann ich nicht arbeiten. So, angeblich bin ich 200 Blöcke von Leuten weg. Wenn ich jetzt dabei sterbe, während ich crafte, dann weine ich einfach. Goldhelm. Nein, 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 nein. Ich will nichts weglegen. Goldschuhe noch. Ja, die ganze Lederrüstung behalte ich natürlich im Inventar. Ich bin so klug. So, ich hätte mir Diamantschuhe machen sollen. Egal, zu spät. Kriege ich ein bisschen der Erfahrung? Ja, sehr gut. Ist ja meistens so, wenn Geister um einen rumfliegen, kriegt man die Erfahrung hier nicht. Deswegen, wenn ihr Spectator seid und ihr wollt coole Spectator sein, haltet Abstand. Fliegt einfach ein paar Meter über mir oder so. Ist einfach der Tipp, um cool zu sein. Wie viele leben denn noch? Noch ein paar. Das ist ja gut. Sonst wäre ich so schnell vorbei gewesen. Ich hoffe, dass ich ins Deathmatch reinkomme. Das wäre cool. Rinderfleisch. Ich hab's doch gerade schon unten drin geklickt. Oh. Wo ist der nächste Feind? 120 Blöcke. Erstmal traurig mein Schweinefleisch essen. So. Ja, Mr. Q, ich weiß. Ich bin auch ganz traurig. So, Schwert auf 3, Bogen auf 4. Merken. Das ist zwar eine doofe Position, aber ich habe gerade keine Lust, es umzulegen. Na, guck, da hinten kommt der Eisenmann. Huch, ich wäre fast in ein Loch reingefallen. So, wir müssen den irgendwie taktisch zu der Kuh ziehen. Oder er zieht uns taktisch in seine Richtung. Was natürlich nicht optimal ist, besonders weil kein Tier mehr in der Nähe ist. Wenn er herkommt, habe ich immer noch das TNT. Ja, hol dir noch den Speedblock und läuft der weg? Der läuft weg. Oder will der einen Kreis um mich rennen? Er will einen Kreis um mich rennen. Aha, ich hab dich angehebtet mit meinem Schweinchen. Hoho, oink oink. Ich habe noch genügend Pfeile. Aber er will erstmal rennen, glaube ich. Weil er von meinem Schwein leicht anexplodiert wurde. Oh, er hat sich weggeworfen. Musste essen. Oh, er wurde getauscht, okay. Huch. Muss mal die Landschaft im Auge behalten. Und ich muss selber essen. Ja, Zeit zu essen ist auf jeden Fall da. Ist er weggelaufen? Frag mich, wer in so einem späten Zeitpunkt noch wegrennt. Wunderte sich Zombie. Tiere. Ich brauche Tiere dringend. Lol.
Der hat sich einfach deinen Kreis angezündet, der Typ. Psst, da ist er. Oh, hat mich gesehen, glaube ich. Das war ein bisschen zu spät mit dem Schwert, lieber Procrafter 3D. Bam. So, jetzt ganz, ganz schnell alles rauswerfen, was ich hier drin habe. Oh, der Server buggt rum. Ja, gut. Oh, ich habe gewonnen? Ach, ich habe schon gewonnen. Okay, wir haben gewonnen. Ich habe es nicht mitbekommen, aber cool. GG. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit Ender Games. Wir haben sogar mal die Runde gewonnen. Krasser Shit, ne? Und ja, wenn ich immer Mangel habe oder irgendwas kurz erwähnen möchte, muss ich mal schauen. Ich kann noch kurz erzählen, oh, ich kam einfach nicht dazu, ich kam gedanklich nicht drauf. TTT zum Beispiel, also ich kann erklären, warum ich sonst nur kein Video habe. Ich werde Metal Slug mit Herr DK anfangen als Projekt noch, jetzt wo SteamWorld Dick vorbei ist. Das ist schon mal geplant. Und TTT habe ich keine Folgen mehr, aus dem Grund, dass wir seit irgendwie 4 Wochen nicht mehr gezockt haben. Nein, okay, warte, ich kann genau ein Datum nennen. Ich habe TTT seit dem 5. Februar, da haben wir einmal aufgenommen. Da habe ich auch hochgeladen. Bis zum 13. Februar. Und seitdem haben wir nicht mit TTT gespielt, seit dem 5. Und hier rennt mir übrigens Gonzo die ganze Zeit hinterher, was auch ziemlich cool ist, den habe ich bekommen. Gonzo. Wuff. So, wir gehen in die Silent Lobby, da stehen wir alleine rum, da kann keiner einen Screenshot verlangen, haha. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Hero um 18 Uhr und um 20 Uhr bei Duke Nukem. Bis dann, euer Zimbelmaster LP HD Crafter XD.